Okay, was Hallo. geht? Spaßt. Ja. Wir hatten ja im Prinzip So, schon angesprochen, damit haben wir Leute. alles gesagt für diese Woche, oder? Können wir gleich abdrehen? Ja, wir müssen nicht mehr. Ja, Leute, es ist passiert. Es ist endlich passiert. Ich bin Vater geworden. Anders, ich habe keine Ahnung, wer mein Kind ist, wo mein Kind ist, wer schwanger war. Aber anders kann ich mir nicht erklären, warum ich momentan interessiert an Fußball bin. Warum bist du was? Ich gucke praktisch jedes EM-Spiel. Ich hab das immer irgendwie im Hintergrund laufen. Warum? Ich weiß es nicht. Was Es ist ist mit dir? auch plötzlich von jetzt auf gleich ist es für mich interessant geworden. Also, ich kenne das Deswegen ist. durchaus, dieses Phänomen, dass also alle 2 Jahre, während EM oder während WM, sind in Österreich auf einmal 8 Millionen Fußballtrainer. Ja, also ich fand gut, also gegen EM, gerade WM fand ich immer halbwegs interessant, aber halt nie so, hey, vielleicht sollte ich mir ein bisschen Zeit nehmen, um das Spiel zu gucken Also in der Vorrunde. WM Ich fand erinnere ich auch mich nur so noch. richtig interessant, weil man sich da richtig geil besaufen konnte. Also das fand ich mal geil. Ja! Das aber nicht Ich aus erinnere Fußball. mich noch Also Fußball ist halt so gut. eine Sache, die läuft halt so im Hintergrund und dann freut man sich teilweise mit und dann dreht man sich wieder um und dann zieht man sich das nächste Bier rein. So. Ich Das erinnere hat. mich noch gut an die WM. Wo, ich denke, es war im Halbfinale, die Deutschen die Brasilianer so Ja, das war auseinandergenommen 2014. haben. Das Ja. Spiel haben Philipp und ich Das haben live wir live geguckt. gesehen, Ja, ja. ich auch. Ich Ja. erinnere mich noch gut an den Abend. Und dann Da war war, also im Voice-Chat wir haben den miteinander. großen Fernseher in den Garten rausgestellt und haben uns zusammen besoffen als Familie. Und wir haben unseren Verstand verloren, bitte. Wie wir da Das ist zusehen, wie halt. die Brasilianer komplett jegliche Form des Selbstvertrauens verlieren. Einfach nur demoliert. Ah. Ja, so richtig gut auseinandergenommen. Ja, das ist auf jeden Ja. Fall sehr spannend. Also keine Ahnung, wir haben einfach im Prinzip, wir haben bis 3-0 gesehen, das war irgendwie in der 15. Minute oder so, und dann habe ich das in den Hintergrund gepackt und dann mir gedacht, okay, guckst du mal alle 5 Minuten hin und dann eigentlich alle 5 Minuten hat sich der Spielstand halt verändert. Ah, ja, also das ist, ich habe keine Ahnung warum, aber ich bin irgendwie jetzt sehr, also ich gucke das halt auch wirklich wegen des Fußballs. Und ich verstehe es nicht. Ich habe auch immer noch überhaupt kein Interesse an irgendwie Vereinsfußball. Das Ja, ist das halt, hatte ich nie. wenn die EM, sobald die EM vorbei ist, gucke ich, beziehungsweise bis nächstes Jahr, nicht in 2 Jahren, weil ja nächstes Jahr WM ist, kein Fußball mehr. Ja. Na, ich meine, to be Was ist, ich honest. weiß nicht. Das war bei mir immer so. So To be dieses honest. ganze. Diese Vereine, die sich da zusammenschustern aus den Top-Spielern und wo eigentlich immer nur die Frage ist, welcher Manager ist bereit, großes Geld auszugeben und ja gut, das Team gewinnt dann. Ja, ist ja Ja. sowieso nur Geld. Aber Tobias, du guckst ja auch Eurovision. Vielleicht bist du ein kleiner Nationalist. Nee, tatsächlich, ich bin, also ich habe das, ich bin tatsächlich, mir ist, ich roote immer für den Underdog, wer auch immer gerade spielt. Und es ist mir, ich habe tatsächlich die letzte EM oder WM erst angefangen zu gucken, als Deutschland rausgeflogen ist, weil es erst dann für mich interessant wurde. Habe ich Also auch ich nicht habe, geguckt. ich roote nie für Deutschland. Okay, Das ist Gideon. super seltsam. Hier ist die große Frage. Während wir gerade aufnehmen, läuft Deutschland-Frankreich. Ja. Für wen rootest Tatsächlich für keinen der beiden. Also wahrscheinlich, sobald irgendwie Ja. das 1 zu 0 hat, werde ich für den routen, der nicht das Tor hat. Das Oder wird der wahrscheinlich Underdog ist Deutschland einfach. sein dann. Du wartest Ja. darauf, dass das, keine Ahnung, polnische Nationalteam reinkommt Es ist als so Pro Underdog. Wrestling-mäßig. Ja. Lewandowski taucht einfach auf. Ah, nice. Oh mein Gott, das polnische Nationalteam mit Stahlstühlen. Ich meine, das ist gar nicht mal so abwegig bei polnischen Nationalspielern. ballern. Ja, Nee, aber wunderschön. ich bin, also ich habe generell gar kein Interesse an Fußball oder der Europameisterschaft, aber ich bin gerade für Deutschland, weil es ist falsch, Franzose zu sein. Ich hab gestern zum Beispiel herausgefunden, dass es in Russland 3 der russischen Nationalspieler wurden ursprünglich, sind in Brasilien geboren und haben sich in Russland einbürgern lassen,
nicht wegen Geld, sondern weil sie in Brasilien Depressionen hatten, dann im russischen Vereinsfußball gespielt haben, wo sie dann von ihren Depressionen geheilt wurden, ihrem Alkoholismus. Und es ist halt so, was? Das ist dreimal passiert? Und so einen gibt's auch in der Ukraine. Also ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Das erinnert mich an das ist ein Meme, das ich heute gesehen habe, wo es hieß, wenn ich einen Cent dafür hätte, jedes Mal, wenn der Suezkanal dieses Jahr blockiert wurde, hätte ich 2 Cent. Das ist zwar nicht viel, aber es ist seltsam, dass es mehr als einmal passiert ist. Oh, goddamn. Ja, was haben wir denn heute an tatsächlich relevanten, wichtigen Themen, die nicht Fußball sind? Was? Es gibt relevante, während der Fußballsaison gibt es keine relevanten Themen. Es gibt relevante, wichtige Themen, die nicht Fußball sind. Mm. Wo sind wir denn hier? Es ist Deutschland hier. Ja. Das ist so ungefähr wie Brasilien vor 2014. Zeit die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Zeit für Korruption. Yes. Ich hatte tatsächlich heute eine Unterhaltung mit jemandem, die war der Meinung, dass die Politiker in jedem Land korrupt sind, außer in Schweden. Ich dachte mir so, hä, was? Wie kommt sie auf diese Idee? Der Punkt war so ein bisschen, ja, also Hate Speech Gesetze sind ja voll gut. Und ich so, ich glaube, Frankreich hat gerade ein Tor geschossen. Hate Speech Gesetze sind gut. Und ich so, ich finde ich ja irgendwie nicht, weil, also einfach aus dem Prinzip, dass ich nicht will, dass die Regierung das rechtliche Framework hat, irgendwessen freie Rede zu unterdrücken. Das wird halt auch immer benutzt, so praktisch im Endeffekt die politische Dissidenten und so Leute, die sagen, hey, lass also Linke im Endeffekt zu unterdrücken. Für gewöhnlich, ja. War das nicht, ist das sogar das war ein Eigentor, Alter! ich sehe, die Episode wird doch noch zum Livecast. Und es lief dann halt im Endeffekt darauf hinaus, dass es dann hieß, ja, nein, aber in Schweden ist es ja kein Problem, hier ist das gut, hier machen wir das, um Minderheiten zu schützen, und das würde in der schwedischen Politik würde das niemals von der politischen Elite missbraucht werden. Denn schwedische Politiker sind nicht korrupt. Und Hass sollte ja illegal sein. Und so, ja gut, ich hasse das politische Establishment. Und so, ja, ist dein Problem. Das ist illegal. Und dann war ich unhöflich, weil ich meinte, dass es naiv wäre zu behaupten, dass irgendein die Politiker von irgendeinem, beziehungsweise nicht mal die Politiker von irgendeinem. Es ist eine Sache zu sagen, es ist ein Level von Naivität zu sagen, Politiker sind nicht korrupt. Es ist ein viel höheres Level an Naivität zu sagen, alle Politiker auf der Welt sind korrupt, außer die in meinem Land. Das ist halt wirklich richtig. Ich meine, Schweden macht einiges richtig, aber halt. Ja, ja, also es ist jetzt nicht so, als wäre Schweden hier Argentinien oder sowas. Aber alles oder Deutschland. Selbst in einem System, wo ich mir sicher bin, dass es keine Korruption gibt und dass wir so harmonisch wären und dass es niemanden gibt, der jegliche Einschränkung der Meinungsfreiheit oder Redefreiheit missbrauchen würde, wäre ich trotzdem dagegen, einfach weil ich das nicht in Zukunft garantieren kann. Ja, ja. Das war auch ein Argument. Alles, was wir und heute das wird sich niemals ändern. Alles, was wir heute einführen, müssen wir im Hintergrundgedanken haben, was, wenn die Nazis ins Parlament kommen, in eine Machtposition kommen, oder auch die Tankies. Alles, bei allem müssen wir daran denken, das kann auch jemand verwenden, der nicht die besten Absichten hat. Jupp, auf jeden Fall. Aber so weit würde ich nicht mal gehen müssen, tatsächlich. Je nachdem. Denn halt ja, also stimmt, Sachen wir wie, haben ohnehin die CDU und die ÖVP. Ja, also halt ohne Scheiß. Wenn du so Sachen wie den Staatstrojaner einführst, dann bist du halt an sich schon eine Gefahr. Also dann brauchst du nicht erst die Nazis, dann bist du die Nazis. Ja, ja. Was mich auch erinnert, momentan Situation in Australien, die ich gerne auf dem Podcast erwähnen möchte. Oh ja. Auch wenn das ist, also Australien ist ja praktisch das 17. Bundesland nach Mallorca. Ja, nehmen die am ESC teil? Ich glaube nicht, ne?
Doch, die Australier nehmen am ESC teil. Ach so, stimmt. Teil. Ja gut, dann sind dann passt dazu. Dann sind ja quasi sie haben Merkels gut. erwählten Champion besiegt. Das heilige australische Reich. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber jeder Deutsche, den ich kenne, der jemals in Australien war, hat gesagt, ich könnte da hinziehen. Jeder Einzelne. Ich habe noch nie einen Deutschen von einem Deutschen gehört, der mal in Australien war, der nicht gesagt hat, ich könnte da hinziehen. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Unglaublich. Selbst ich habe seitdem ich klein bin und eine Weltkarte besessen habe, die auf meinem Schreibtisch lag bei meinen Großeltern als vierjähriger Junge, war ich fasziniert mit Australien. Ich weiß nicht, ob das für uns genetisch ist oder sowas. jedenfalls ist es dort der Fall, dass der Deputy Premier von New South Wales, einem der Staaten, der Provinzen, wie auch immer sie das nennen, ist halt praktisch John Barilaro, ist derbe korrupt. Ich meine, die tatsächliche Premier davon ist noch viel korrupter als der, aber er ist halt auch derbe korrupt. Und es gibt einen Comedian im Endeffekt, aber er macht halt in diesem Fall wirklich explizit Journalismus, der halt mehrfach die Korruption von diesem Politiker aufgedeckt hat. Dieser wird verklagt wegen Defamation von diesem Politiker. Mhm. Er hat in den Nachrichten gelesen, dass er verklagt wird. Er hat nämlich die Papiere, musste er sich abholen. Der musste eine Woche lang versucht, die Papiere zu kriegen, wo drin steht, dass er verklagt wird. Einer seiner Produzenten wurde jetzt von einer Antiterror-Spezialeinheit bei sich zu Hause verhaftet. Ja, das klingt nach... das klingt nach CDU, aber ist nicht und hier. Also. Einer seiner und seine Auflagen für Bail sind halt übelst spezifisch, dass er darf sich nicht Barilaro nähern, er darf nicht über Barilaro sprechen. Das ist, stell dir vor, du verhaftest den Journalisten, der den Vizeministerpräsidenten von einem Bundesland für Korruption untersucht und Korruption aufgedeckt hat. Er wird verhaftet von einer Antiterror-Spezialeinheit, ja, der Polizei. Und die Auflagen vom Gericht dafür, dass er halt auf wie heißt Bail auf Deutsch? Haben wir das überhaupt? Kaution. Kaution freikommt. Ja. Ist, dass er nicht über diese Person reden darf. Das haben wir übrigens nicht, aber so wird es immer in Filmen übersetzt. Ich will noch sagen, es ist ein interessanter Teil der Story. Sie haben ja nicht, zumindest noch nicht, den YouTuber selbst blackbagged irgendwo hingezerrt, sondern seinen Produzenten. Und ich finde interessant zu bemerken, wenn ich mich korrekt erinnere, dann ist der Produzent der den Presseausweis hat und schon bei anderen Korruptions-Investigativ-Reportagen dem Comedian, dem YouTuber Friendly Jodies Zugang verschafft hat mit seinem Presseausweis. Ja. Also mit dieser Verhaftung quasi gezielte das Verhindern, dass Jordan weiterhin Zugang zu Sachen bekommt. Vor allem Zugang zu halt seinem Journalismusprofi. Ja. Er wird jetzt und eben auch zu bestimmten Events oder Orten, wo man als so normalen Bürger nicht hinkommt, aber mit Presseausweis schon. Ja, und es ist schon mal. Also die werden jetzt tatsächlich vertreten von demselben Anwalt, der damals die Journalisten verteidigt hat, die auch in Australien geblackbagged wurden, dafür, dass sie über Kriegsverbrechen in Osttimor vor australische Kriegsverbrechen in Osttimor berichtet haben. Und es gibt einen Legal Fund online, ja, zu dem man spenden kann. Und ich meine, Australien ist jetzt nicht so nah, aber vielleicht, wenn die Zuhörer Interesse daran haben, so ein Unrecht gerecht zu pack's sehen. Pack's einfach in die Kommentare, dann sieht das auch jeder. Ja, also das ist definitiv was, das im Interesse der. Das sind halt CDU-mäßige Zustände. Ja, also ich denke mir so die ganze Zeit, ach so, und deswegen ist klar, deswegen wollen halt so viele Leute dahin.
Ja. Und das halt, also, es ist wie zu Hause. Wir werden im September auch wieder die CDU wählen, auch wenn es halt eine, keine Ahnung, organisiertes Verbrechen 2.0 ist, aber. Also ich finde die Geschichte mit dem Staatstrojaner mal wieder so richtig abgefahren. Gerade, dass die CDE dann hängen gegangen, die CDE, die SPD. Stimmt ja schon. Im Prinzip ja, also. Das ist halt das, was die SPD die letzten 4 Jahre gemacht hat, ist, ah nein, die CDU macht mal wieder was Böses. Aber naja, dann müssen wir halt auch dafür abstimmen. Das sind 12 Jahre gewesen, die das gemacht haben. Stimmt, ja. Also keine Ahnung, das ist seit den Hartz-IV-Gesetzen, und das war das erste, wo ich mich mit der Politik auseinandergesetzt habe, ist die SPD für mich durch. Das ist, keine Ahnung, das ist im Prinzip eine Mischung aus CDU und FDP und das Schlechte von beidem. Das ist halt, also, das ist halt so ein unglaublicher Witzverein. Das ist Wirtschaftsliberalismus mit Totalitarismus. Es ist halt so zum Kotzen. Das sind die halt Leute. Für alle Parteien, also außer Linke und Grüne vielleicht. Halt selbst bei den Grünen, ne? Zu ja. einem gewissen Grad. Ja, aber dann, weißt du, das Ding ist halt, wenn ich das so sage, dann muss ich halt schon. Ich sehe einen großen Unterschied zwischen Grüne und CDU. In dem, wofür wie die so stimmen und wofür die stimmen und was die so im Wahlprogramm haben. Deswegen kann ich nicht die in die gleiche Schublade stecken, weil sonst ist das einfach zu extrem. Und ich bin sehr extrem, aber das ist halt, ja. Ich würde sie nicht in dieselbe Schublade stecken, aber ich würde halt, also für mich ist die einzig wirklich, also gut, wenn wir jetzt nicht von Kleinparteien reden, aber tatsächlich, wenn wir von Parteien wir reden, die in der Bundestagswahl tatsächlich eine Chance haben auf irgendwelche Plätze, ist für mich das einzig moral, also das einzig ethisch verantwortbare Linke zu wählen. Das werde ich wahrscheinlich auch tun. Auch wenn ich mittlerweile gerne am liebsten kleinen Parteien wählen würde. Und ich sage auch immer so, also die Sperrklausel ist ja ohne Ranked Voting ein absolut, also für mich absolut demokratiegefährdend. So, das ist halt im Prinzip, du kannst kein Land Demokratie nennen, was sowas hat. Ja. So, weil du einfach 10% mindestens der Stimmen einfach wegschmeißt. Und das kannst du nicht machen in einem Land, welches sich Demokratie nennt, und diese Demokratie wird alle 4 Jahre über ein Kreuz irgendwo hinschreiben, halt legitimiert, weil wenn du danach gehst, ist Russland und China sind dann auch Demokratien. Also dann, du musst da schon so ein bisschen, ne? Und deswegen bin ich immer der Meinung, natürlich ist es erstmal auf kurze Sicht scheiße, dass man im Prinzip dann halt mit seiner Stimme quasi auch die CDU wählt. Muss man ja halt immer sagen, so, wenn deine Stimme nicht zählt und an der Sperrklausel scheitert, dann natürlich, okay, die Partei bekommt halt mehr finanzielle Unterstützung, weshalb es sich für mich auch schon immer lohnt, abgesehen von rein ethischer und persönlicher Überzeugung. Aber deine Stimme geht im Prinzip an halt alle anderen Parteien, und da sind halt auch AfD, CDU und die ganze Scheiße halt drunter. Aber auf der anderen Seite, auf lange Sicht, muss es halt irgendwie passieren, denn du musst im Prinzip das 33% der Stimmen oder so in sonstige gehen, bevor dann irgendwie mal ein Umdenken stattfindet und Leute sagen, hey, das funktioniert so nicht, das ist keine Demokratie mehr. Natürlich, das würde in Deutschland wahrscheinlich auch nicht passieren, weil Deutschland ist halt, also, keine Ahnung, das sind jetzt, seit dem letzten Reich sind es 70 Jahre her, so schnell verändert sich eine Gesellschaft nicht. Aber, ja, also da kann man schon, da hat man dann halt schon Munition. Jetzt darfst du reden. Ja, jetzt will ich aber nicht mehr reden. Ach so, okay. Jetzt will ich nicht halt, mehr. Es ist in meinem Kopf halt im Endeffekt so, du kannst mit den Linken praktisch nichts falsch machen, wenn die Linken halt im Endeffekt, sollten die Linken die Regierung kommen, wäre das 100% in der rot-rot-grünen Koalition, und dann wäre die SPD praktisch im Endeffekt wahrscheinlich die konservative Kraft da drin, aber dann hätte man wenigstens die Hoffnung, dass so ein paar Leute in der SPD sich daran erinnern, hey, wir waren ja mal eine Partei, für die Arbeiterklasse eingetreten ist. Mhm. Weil das hast du ja gerade bei der jungen SPD, hast du super viele Leute, die hergehen und sagen, Alter, was geht? Ja. Was macht ihr da oben? Ja? Aber auch da hast du halt wieder, ich habe das schon so oft gesagt, wenn du dir teilweise junge halt so Universitätslevel-Politik anguckst und so, es ist der feinste Streich der Neoliberalen, den Linken praktisch zu verklickern, dass die größte Gefahr der Rechtsextremismus ist. Mhm. Aber stimmt nicht wirklich. Lass mich deine Erstaussage davon bei der jungen SPD ein bisschen untermauern dadurch, indem ich sage,
dass es nicht der Fall ist, dass jemand Jura studiert und in einer schlagenden Studentenverbindung mit rechtsextremistischen Zügen sind, oder ist, dass der dann in die jungen Sozialdemokraten geht. Das wird sehr, sehr wenig und wahrscheinlich auch einfach gar nichts passieren. Also, da gibt es andere einschlägige Parteien, wo die halt dann ihre Neuankömmlinge rausrekrutieren. Ja. Also ich verstehe gerade nicht genau, was du damit meinst, in Bezug auf meine Aussage. Ich sage damit, dass es wahrscheinlicher ist, dass die jungen Sozialdemokraten oder wie auch immer die sich nennen, dass das halt ein einfach vernünftigerer, purer Verein ist. Einfach weil diese Leute nicht schon sofort von ihrer Erziehung und von auch im Prinzip ihren Peers geschädigt werden. Ja, also das ist halt, da sehe ich tatsächlich teilweise ein paar echt gute Sachen, die dabei rauskommen, aber, ne? Ja. Das ist ja, ursprünglich waren die Grünen ja auch mal ein halbwegs vernünftiger Verein. Ja. Ist halt, keine Ahnung. Also wenn du halt die komplette Politiklandschaft in Deutschland dir anschaust, dann sind die Grünen auch noch ein halbwegs vernünftiger Verein. Es ist halt nur ein halbwegs vernünftiger Verein in, wie sage ich es jetzt, ohne Nazi-Deutschland zu sagen, weil das ist halt dann auch irgendwie, irgendwann wird es abgenutzt. Es ist ja, ich meine, es ist ja nicht mal Nazi-Deutschland, es ist ja Neoliberalismus. Ja, das ist Weimar-Deutschland so ein bisschen. Lass es mich so ausdrücken. Es ist die Berliner Republik. Wenn du über den Nürburgring fährst, so an so Touristenfahrten, dann ist das so der eine Rallye-Wagen mit Überrollkäfig und so Werbung so drauf. Weißt, das ist immer noch ein Renault Clio, aber der ist ein bisschen getuned. Und deswegen wird er auf der Strecke besser sein als die ganzen anderen Familienkutschen, die darüber fahren. Das sind für mich die Grünen. Das ist ein unglaublich spezifisches Beispiel. Das ist die seltsamste Metapher, die ich jemals gelernt habe. Oh, goddamn. Also, ich kann nicht sagen, dass der Ferrari unter den Familienkutschen war. Das ist halt nicht, das stimmt halt nicht. Aber es ist halt wirklich so ein bisschen so, dass so ein bisschen so ein Liebhaber hat, da so ein bisschen Farbe drauf und ein bisschen Sicherheitsmechanismen, vielleicht ein neues Fahrwerk rein, ja. Ja. Ja, das ist so ein bisschen die Situation. Wenn wir vom Thema Politik und Wählen sprechen, hier ein bisschen was Direktes, was Österreicher machen können. Es ist noch nicht in der tatsächlichen Phase, wo man es unterzeichnen kann, aber es ist eingereicht und formuliert das Antikorruptionsvolksbegehren. An dieser Stelle eine kurze Pause, damit sich die Deutschen über den Ausdruck Volksbegehren lustig machen können. Wieso, ich hätte das auch gerne, aber wir sind halt noch nicht so weit. Ja. Na, man wir muss finden sagen, Korruption geil. Bitte? Wir finden Korruption geil. Also, Antikorruptionsvolksbegehren, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, noch nicht ganz. Und das sind einige Sachen, die ich ziemlich stark finde. Kann man schon anschauen auf Antikorruptionsbegehren in einem Wort.at und kann sich dann eine E-Mail schicken lassen, wenn es tatsächlich Zeit ist, zu unterschreiben. Und ich würde alle Österreicher ermutigen, das zu machen. Es wird vermutlich nicht viel bringen, weil Volksbegehren sind nicht verbindlich für das Parlament. Das Einzige, was ein erfolgreiches Volksbegehren garantiert, ist, dass es im Parlament angesprochen werden muss. Ich glaube, es muss sogar eine eigene Sitzung dazu geben, aber da bin ich mir nicht sicher. Und das letzte Mal, glaube ich, gab es da so ein Volksbegehren, das ich unterstützt habe, und das kam dann ins Parlament, und im Parlament hieß es dann, machen wir nicht. Ja, aber mal ein bisschen den Volkswillen kundtun. Ich möchte gerne nicht mehr in den Arsch gefickt werden. Ach ja, lass das mal diskutieren. Nö. Nee, das Spannende ist, wir reden darüber und haben entschieden, dass wir das einfach weitermachen werden. Aber danke, dass du uns deine Meinung gesagt hast, Bürger. Wir können halt maximal anbieten, den Dildo noch ein bisschen größer zu machen, wenn wir uns umschneiden dabei. Aber best I can do is do you harder. Aber ja, antikorruptionsbegehren.at. Sehr gut. Gönnt euch. Aber in diesem Kontext, und ich finde jetzt leider gerade den Link nicht mehr dazu,
Vielleicht gibt es so den einen Schweizer, der mir da mehr von erzählen kann in den Kommentaren oder so. Es gab ja in letzter Zeit Volksabstimmungen in der Schweiz. Soll zum Beispiel passieren. Ja, ja. Da wurde beispielsweise auch ein Antiterrorgesetz abgestimmt. Und halt einiges an Umweltschutz. Dann irgendwas mit Grundwasser, was aber problematisch war insofern. Also irgendwie der Gesetzestext, die Zusammenfassung auf dem Stimmzettel war einfach nur, dass wie nennt man Bauer in respektvoll? Landwirte. Bauer in respektvoll. dass die sich halt darum kümmern müssen, dass das Trinkwasser in ihrem Bereich rein bleibt. Das klingt auf den ersten Blick ziemlich gut, aber da gab es wohl einige Sachen, die halt auch in dieses Gesetz reingeschmuggelt wurden, die halt dann scheiße waren für Landwirte. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Aber die einzigen Gesetze, für die gestimmt wurden, war halt wirklich dieses Antiterrorgesetz und noch irgendeine Scheiße, die auch ziemlich beknackt war. Aber halt die komplette Umweltschutzkram, nö, wollen wir nicht. Wir sind die Schweiz. Das fand ich auch extrem seltsam, dass, also nicht nur, dass die Schweiz hergegangen ist und gesagt hat, Umweltschutz finden wir nicht gerne in der Volksabstimmung, sondern auch, dass sie hergegangen haben und gesagt haben, so, hey, voll geil, Überwachung finden wir gut. Mhm. Das sind halt dann teilweise so die Sachen, wo ich mir denke, funktioniert Demokratie wirklich? Ja. Das oder ist halt das einfach so ein Zeichen? Ja, das war Zeichen, auch das, was ich mir dabei gedacht habe. So. Dass man eine direkte Demokratie immer mit guter Bildung verbinden muss. Ja. Das hat sehr. Aber ich meine, das Ding ist halt, also was mir zumindest von jemandem erklärt wurde, der halt da wohnt. Deswegen, your middle age may vary. Es ist halt so, dass sich die Leute da tatsächlich vorher drüber informieren können und das auch tun normalerweise. Also es ist tatsächlich was die da halt zelebrieren, so ein bisschen. Das macht es aber schlimmer. Ja. Das hat halt sehr desisoliert, illusioniert. Gott, schweres Wort, wenn man seit 8 Uhr wach ist. Also das macht es tatsächlich noch schlimmer, dass sie sich tatsächlich darüber informieren und dann sagen, ja, irgendwie Überwachung finde ich geil. Ja, die lesen sich halt das dann durch und dann, aber das Ding ist, also das ist halt immer noch Framing. Die lesen sich halt irgendwas von Terrorismus durch. Und wir denken halt, ja, Terrorismus ist ja scheiße. Das ist zwar in der Schweiz irgendwie wahrscheinlich noch nie passiert. Ich google das jetzt mal. Terrorismus in der Schweiz. Nee, haben wir nicht. Erster Link, Schweizer Stimmen für strenges Antiterrorgesetz. Okay. Das ist der Terrorismus. Wikipedia? Hilfe? Bundesgesetz über polizeiliche Maßnahmen zu, okay, ja gut. Also sagen wir mal so, ich gehe mal nicht davon aus, dass das da sehr common ist in der Schweiz. So, also wir stimmen jetzt einfach mal dafür, weil wir brauchen weniger Terror. Weniger als null, bitte. Ich möchte gerne, dass Leute... Wir brauchen so wenig Terror, dass in den Nachbarländern zum Ausgleich mehr Terror passiert. Ich möchte, dass gerne Leute so regelmäßig durch Bern und Luzern und Zürich fahren und dann halt so Gewehre haben und da kommen dann Blumen vorne raus. Es muss sich ja auch lohnen, weißt du? Das ist so bescheuert. Und man denkt dir halt so, das ist halt so ein, also halt wirklich eine sehr einfache Sache. So Terrorismus, schlechtes Wort. Terrorismus halt öfter mal in den Nachrichten, wenn wieder durch Wien irgendwie jemand spaziert. Oder in Deutschland jemand mal die falsche Abbiegung benutzt und leider in den Weihnachtsmarkt fährt. Und ups. dann ist das halt so in dem Kopf drin so und dann nennt man einfach ein Gesetz danach, dass man was dagegen macht. Also und dann ist es scheißegal, ob das überhaupt passiert in der Schweiz, ob das ein Problem ist und inwiefern so die Auswirkungen auf den Staat und halt die Gesellschaft an sich sind, so wir machen das jetzt einfach mal. Und das ist halt so, das ist ein sehr limitierender Faktor für die Demokratie. Also das kann man nicht so sagen. Das ist aber die Antiterror, okay, aber du meintest ja von gegen Terrorismus. Also es ist halt, es muss doch mittlerweile jeder verstanden haben. Insbesondere in einem Land, wo anscheinend sich Leute damit auseinandersetzen, bevor sie zur Volksabstimmung gehen. Dass wenn Politiker irgendwas Antiterror nennen, es nie was Gutes ist.
Ja, oder Anti-Kinderporno oder Anti-. Ja. Anti-Piraterie, was? Ja, es ist also jetzt mal ohne Scheiß. Stell dir vor. Stell dir vor, die Schweiz als Land ohne Meerzugang macht so ein Gesetz gegen illegales Downloaden und nennt das das Anti-Piraterie-Gesetz. Oh, fuck. Das wäre schon ziemlich lustig. Anti-Captain-Morgan-Gesetz. Aber, ja, also das ist halt schon sehr... Das Ding ist aber auch, auf der anderen Seite denke ich mir halt, die haben halt nach wie vor Volksentscheide und wenn es halt schlecht ist, dann können die halt auch was dagegen machen. Das ist halt so die andere Seite der Münze. Na, stimmt. Ja. Also man kann halt dann auch immer noch sagen, so ja, also das, ich möchte da jetzt nochmal einen Volksentscheid für haben, weil das echt scheiße ist. Und das, ne? Und ja, das, also im Großen und Ganzen wäre das halt auch so ein, dann halt der Hoffnungsschimmer. Nicht wie in Deutschland, wo dann halt einfach ein Gesetz beschlossen wird und dann kannst du dich in 4 Jahren bei der Wahl mal dran da dafür melden, wenn Leute sich immer noch daran erinnern. Mhm. Ja, also ich würde mich schon dann noch daran erinnern, aber ich hätte die Partei sowieso noch nie gewählt. Aber dann stimmen die Boomer für CDU. Mhm. Und davon gibt's ja genug. Da komme ich vielleicht wieder auf diesen australischen Comedian zurück. Der hat mal ein Video gemacht, wo er sich öffentlich irgendwo auf einen Strand gesetzt hat mit so einem Tisch und gesagt hat, die Liberals, wie die eben die konservative Partei in in Australien. Es sind die Neoliberal. Jetzt habe ich selber den Australia-Austria-Fehler gemacht. Damn. Und ich weiß ja nicht, ob du es schon wusstest, aber du wohnst da. Die neoliberale Partei in Australien sind, hat er irgendwie gesagt, sind nicht gute wirtschaftliche Manager. Ja. Und da, also viele Leute kamen nicht auf ihn zu, aber so ein Boomer kam auf ihn zu, der so gemeint hat, ja, damals in den 70ern ging es uns gut und deswegen wähle ich seitdem im einen fort die Liberals. Ja. Mhm. Es ist, ich meine, gut, du musst dir vorstellen, die meisten Leute, für die ist das zu viel, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Es ist sehr ermüdend und deprimierend. Es ist super deprimierend und die sind halt super vulnerable für im Endeffekt Propaganda. Und die Leute, die meiste Propaganda machen können, sind halt die Leute, die das meiste Geld haben. Ja. So. Aber also, Russland hat nicht so viel Geld, aber es ist halt trotzdem sehr. In Russland macht das die Regierung. Also da macht das wirklich der Staatsapparat. Die haben Geld. Naja, die haben halt Waffen und dann können die halt so sagen, sei. Und auch so ein bisschen Macht. Wenn du das nicht machst, dann landest du im Gulag. Ja, im Gulasch. Im Gulasch. Es ist dann in Ungarn. Das ist hochtrabender Humor. Ich gucke halt auf dem zweiten Bildschirm so ein bisschen den Livestream von diesem Fußballspiel. Ja, ich auch. Und ich finde das lustig, wie die halt dann immer einspielen, so in ultimativer Zeitlupe, so richtig 120 FPS Zeitlupe. Und wo Leute sich dann aufregen über irgendwas. Das ist der beste Teil vom Fußball. Das finde ich irgendwie spannend. Wenn Leute sich aufregen. Ich bin immer unironisch für den Schiri. Du hast den Underdog gefunden. Er hat nur einen. Ist so eigentlich. Ja, so wie gerade. So, siehst du in Zeitlupe, wie Manuel Neuer hinter einem steht und was machst du, schreit. Den Schiri als Underdog zu bezeichnen, ist ja so, als würde man für die CDU stimmen als Protestwahl. Aber das ist doch absurd. Das haben wir doch nicht im Laufe der letzten Woche mal irgendwo gelesen. Die haben jetzt 150 Jahre lang regiert. Ich muss jetzt die wählen als Protest. Ja. Für ein starkes Zeichen gegen rechts. Auf dem Deutschlandkanal. Wer hat das nochmal gesagt, CDU aus Protest wählen? Ich weiß nicht, es war ein Screenshot ohne Kontext. Oh, aber allein das war schon genug für ein Aneurysma bei mir.
Oh, also es gibt teilweise so richtig, richtig doofe politische Themen. Also die Wahl für die CDU in Sachsen-Anhalt ist ein starkes Zeichen gegen rechts. ja, das nein, ist so. Nein, die Linksextremen, die Frauen in unsere Männer-Badezimmer Toiletten schicken wollen. Oder so ein wenig das Establishment. Ja. Alter, nee. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich zum Kotzen. Ja. Aber Politik könnte ja was Interessantes sein, wenn es nicht einfach so nutzlos wäre. Es ist von zwei Seiten nutzlos. So, du kannst. Das ist im Prinzip auf der einen Seite, weil es halt noch sehr aristokratische Züge hat. Also du kannst oben nichts verändern, egal wie demokratisch dein Land vorgibt zu sein. Und auf der anderen Seite würdest du auch nichts verändern können, wenn das Land todesdemokratisch wäre, so wie halt so ein bisschen die Schweiz. Also irgendwie halt die ist es Art halt so. Die Art und Weise, wie die Parteien aufgebaut sind, ist es im Endeffekt so, dass alle Leute ausgesiebt werden, die tatsächlich irgendwie pro Volk sind oder pro gute Sachen. Die werden erstmal schön ausgesiebt und das, was halt am Ende dann ankommt oben, ist alles, hey, schwarze Koffer. Hier ist was Interessantes, ja. In Wien gab es einen Protest am Wiener Karlsplatz und am Donaukanal, wo sich Linke mobilisiert haben, um so ein bisschen Aufmerksamkeit darauf zu ziehen, so, hallo, wir sind die jüngeren Menschen, wir wollen auch wieder ein bisschen, dass man an uns denkt, dass wir vielleicht auch irgendwie in den Impfplan mit einbezogen werden, dass wir auch irgendwelche Öffnungsschritte erleben und dass wir nicht wieder mal ein Jahr in die Wohnungen verdammt werden. Und der Protest wurde aufgelöst von der Polizei und überall heißt es jetzt, oh nein, Linksextremismus, was, hallo, geht ja nicht. Hey, immerhin ist das bei euch Linksextremismus, bei uns sind das die Nazis dann. Ich habe den Ausdruck linksextrem über diese eine Story, glaube ich, öfter gehört, als den Ausdruck rechtsextrem über alle Corona-Leugner. Demos in den letzten anderthalb Jahren zusammen. Ich finde es ist so dermaßen abgefuckt, dass Philipp hat das auf dem Podcast gesagt, die Sekunde, in dem die erste Spritze im Arm eines Rentners war, war Solidarität vorbei. Ja. Es gibt keine Solidarität mehr. Es gab es noch nie halt Solidarität. Solidarität ist ein Hirngespinst. Auch das Reden über Solidarität war dann vorbei. Solidarität ist doch einfach nicht Teil unserer Gesellschaftsform, das tut mir leid. Und ich bin nicht pro China, ich bin nicht rot, aber östliche Gesellschaftsformen sind einfach gesellschaftlich näher aneinander als westliche. Ich möchte nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, so, es ist einfach ein sozialpsychologischer Fakt. Die Sache dabei ist halt nur, dass dadurch einfach Solidarität in östlichen Gesellschaften eine Sache ist und den westlichen leider nicht. Es geht bei uns einfach nicht, weil Menschen einfach auf sich bezogen sind. Das ist einfach Teil unserer, wie Leute erzogen werden. Du kannst Solidarität nicht, heißt auf Deutsch, die Boomer wollen was. Ja. Das war ja immer das, was angepriesen wurde. Oh, es ist ohne Scheiß. Ich meine, gut, das ist eventuell das ziemliche Dumerismus von mir. Aber ich habe so das Gefühl, dass wenn Coronavirus das Gegenteil gewesen wäre von dem, was es war. Also im Endeffekt, ne, es wirkt auf junge Leute extrem stark und auf alte Leute nicht. Hätten wir praktisch gar keine Lockdowns gesehen. Glaube ich auch nicht. Ja. Vielleicht eine Maskenpflicht im Supermarkt. So. Ja, wobei das ja auch das Erste ist, was die jetzt aufheben wollen. Dass ja die sind ich jetzt meine, dabei. Masken sind ja auch sehr effektiv im das zu verhindern. Wenn ich, ja, wenn ich ja, noch mal halt auf so die Karlsplatz-Story zurückkommen möchte, kann und auf, zum Thema die Alten und Solidarität mit den Jungen. Wir wurden auf der Seite, der Instagram-Seite vom ORF, von den öffentlich-rechtlichen Nachrichtendienst in Österreich, wurden wir bezeichnet Millennials und Generation Z als Generation Dosenbier. Mhm. Das hat mich so in Rage gebracht. Wir möchten mal so sagen, hallo, wir sind auch da, denkt mal an uns. Und es dann als so, ja, die Generation Dosenbier möchte was. Boah.
Also mindestens Generation Plopflasche, bitte, okay. Das Bezeichnendste in Deutschland ist ja so ein bisschen, nee, nicht das, das, da würden wir innerhalb von 5 Minuten wahrscheinlich noch 50 andere Sachen anfangen, aber sehr bezeichnend in Deutschland ist halt auch die Tatsache, dass wir jetzt anfangen, darüber zu sprechen, was insofern so viel bedeutet, wie in 2 Wochen ist das durch, die Maskenpflicht zu lockern. Was aber immer noch der Fall ist, ist, dass es halt Kontaktbeschränkungen gibt in verschiedenen Bundesländern, halt beispielsweise in, wo war das? Baden-Württemberg, wo du immer noch nur 3 Haushalte treffen darfst. So. Ja. Auch bei einer Inzidenz von wahrscheinlich jetzt mittlerweile -10. So, die Leute werden einfach, die 2 Leute, die Covid haben, heilen 20 Leute mit Krebs. Wie der eine Typ in Finnland. Aber sei es erstmal drum, ich schweife wieder ab. Also man weigert sich nach wie vor, also man räumt immer noch öffentliche Plätze, wo kleinere Gruppen so miteinander saufen. Also räumt man dann immer noch, weil es gibt ja immer noch Alkohol- und Verweilverbote. So, wenn es. Ja, du also, kannst doch ins Restaurant gehen. Ja, wenn es, und dann für 20 Euro die Mahlzeit essen. Und für 20 Euro ein Bier trinken. Und dann halt so, es gibt halt. Keine Ahnung, war das auch in Baden-Württemberg, wo dann halt irgendwie so eine Brücke, wo halt Leute zu eng aneinander vorbeigehen, einfach mit fucking Militärdraht abgeriegelt wurde. Alter. Also das gibt's halt noch überall. Aber wir lockern mal die Maskenpflicht, damit die Boomer halt ohne Atemprobleme einkaufen können. Sowas. Die es Maskenpflicht ist ja, es ist so gerade mit den medizinischen Masken. Ich habe ja meine ganze Stapel medizinischer Masken. Ich war heute Morgen im Gym mit einer medizinischen Maske und ich habe vergessen, die auszuziehen. Ich hätte sie ausziehen können. Ich war 10 Minuten auf dem Laufband, weil ich super atmen. Ja. Das ist so aber eine Behinderung. Halt, also ihr meint die grünen Chirurgenmasken. Ja, die OP-Masken. Also mit der FFP2-Maske bist du schon, wenn du halt 4 Stockwerke hochläufst, bist du schon ein bisschen außer Atem, aber halt mit der OP-Maske. Ich habe so die FFP2-Maskenpflicht, die in Österreich immer noch herrscht, schon so satt. Also ich habe jetzt ein halbes Jahr fast jeden Tag diesen Scheiß tragen müssen. Ich war letztens. Ja, aber du, also es ist halt, du verstehst aber, dass es super, dass es ein sehr effektives Mittel ist, gegen das zu bekämpfen. Du sagst, hey, lass da mal aufhören mit, weil ich bin ja geimpft und ich habe da keinen Bock mehr drauf, mich jetzt auch nur noch symbolisch, rein symbolisch mit den jungen Leuten, die immer noch an dem Scheiß verrecken können, zu solidarisieren. Ja. Ich hatte eine Konversation mit einer älteren Person letztens, die meinte zu mir, hä? Wieso hast du denn nicht irgendwie jetzt, triffst du dich nicht mit Freunden? Es sind doch alle geimpft. Das sind nein! Einige meiner Freunde haben jetzt ihre erste Impfung bekommen. Alle weil im sie in Pensionistenheim. Ja, weil sie in speziellen priorisierten Gruppen sind, wie zum Beispiel, sie haben irgendwie, keine Ahnung, was auch ich für eine Vorerkrankung und sowas. Da haben einige meiner Freunde jetzt ihre erste Impfung, die meisten immer noch nicht. Weißt du, was ich meine? Hier im Dorf ist die Hälfte einfach durch freiwillige Feuerwehr geimpft, aber ergibt ja auch Sinn. Ja, also ich habe auch keine Impfung. Ne? Ich konnte mich jetzt gestern erst registrieren dafür, dass ich irgendwann eine Impfung kriegen kann. Ja. So. Es ist halt so dämlich. Also, aber dann zu sagen, hey, lass mal die Maske, es ist so absurd. Die Maskenpflicht ist halt mit Abstand das Letzte, was ich lockern würde. Weil es halt niemanden wirklich negativ betrifft, wenn es halt um diese OP-Masken geht. FFP2, wie gesagt, also ich war letztes Mal beim Hautarzt und bin erstmal in die falsche Praxis. Das heißt, ich muss Treppe wieder runter, andere Treppe wieder hoch. Da war schon, also das ging schon gut auf die Atmung. Da musste ich schon mal erstmal 5 Minuten verschnaufen. Aber halt mit der fucking OP-Maske kannst du halt wirklich alles machen. Und das, also gut, die OP-Maske schützt halt auch nur andere, aber das reicht ja. Ja. Es ist halt so lächerlich. Ich mein, darum geht's halt. Dann hast du du hast wirklich riesige Polizeieinsätze. Wir können uns glücklich schätzen, dass im Grundrecht festgeschrieben ist, dass du nicht das im Militär gegen deine eigenen Menschen einsetzen könntest, weil sonst wäre das schon längst passiert. So. Und gleichzeitig möchtest du die fucking Maskenpflicht lockern. Wo sind wir denn hier? Es ist ohne Scheiß der einzige Grund, weshalb das wirklich im Gespräch ist. Daran merkst du, was jetzt so die Prioritäten dieser Leute sind. Du musst dir überlegen, was ich vorhin mit dem Restaurant ansprach, ist das nicht etwas eine echte Unterhaltung, die ich hatte. Weil das sind Leute, die sind reich genug, die treffen sich im Restaurant mit Freunden. Das ist so eine Sache. Das machen junge Leute einfach nicht. Und gerade ich, also es gibt halt, ich bin ja noch das mal... Das können sich junge Leute nicht leisten.
in einer besonderen Situation. Ich glaube, Philipp, das trifft tatsächlich auch zu einem großen Grad auf dich zu. Mein Job ist im Endeffekt, ich sitze alleine zu Hause. Ja. Das mache ich schon deutlich länger. Ich mache Homeoffice schon deutlich länger, als Corona ist. Ich bin nicht regelmäßig mit irgendwem in Kontakt. Jetzt andere Leute haben auch ihre Jobs, wo die Kontaktbeschränkungen gelten, aber die können sich immer noch zu einem gewissen Grad mit ihren Coworkern und sowas sozialisieren. Das finde ich auch gut. Das hilft denen halt durch die Einsamkeit der Pandemie. Ich hatte bereits vor der Pandemie meine ganzen sozialen Mechanismen, um halt nicht im Endeffekt zu vereinsamen, weil das ist ein wichtiges Bedürfnis der Menschen. Das sind diese ganzen Dinge, die als allerletztes wieder aufgemacht werden. Ja. Ja. So Rollenspiel an der Uni und sowas. Da denkt niemand dran, weil der einzige Grund, weshalb du das machst, ist, damit du dich mit Leuten sozialisieren kannst. Und die meisten Leute haben halt ihre Coworker und was weiß ich nicht alles. Und das sind halt meistens junge Leute, die da richtig fucking derbe drunter leiden. Ja. Das ist richtig. Ja, um noch mal auf das, aber das ist ja jetzt egal. Um nochmal auf das Restaurant zurückzukommen. Natürlich, junge Leute können sich das nicht leisten, aber das ist auch nicht die Art und Weise, auf die sich junge Leute treffen. Denn auch in Restaurants gibt es Abstandsregeln. Das heißt, ja, du sitzt dann da mit 4 Leuten am Tisch oder was. Und das ist einfach nicht, wenn ich mit Leuten in eine Bar oder ins Restaurant gehe, dann wird sich halt ein Tisch genommen und da sitzen dann 12 Leute. Das geht halt momentan auch nicht. Das ist einfach nicht, das ist auch schon nicht die Art und Weise, wie das halt bei jungen Leuten abläuft. Aber da wird auch keine Rücksicht drauf genommen. Die Leute haben keine Ahnung davon, wie das ist. Und es wird natürlich auch nicht darüber nachgedacht, wie das, was das halt für Folgen hat. Ich muss positiverweise sagen, in Schleswig-Holstein, in Kiel, insbesondere in Kiel, ich gehe ja sehr oft spazieren abends. Und gerade am Wochenende ist der Park voll abends mit Leuten. Mhm. Und auch voll mit Polizei und Ordnungsamt und privater Security. Und die räumen den nicht. Die räumen den tatsächlich nicht. Der ist tatsächlich voll mit jungen Leuten, die dann irgendwie da miteinander feiern. Unsere Inzidenzwert hier in Kiel ist super, super, super niedrig. Ja. Also auf der einen Seite finde ich es natürlich sehr irritierend, dass sich Leute treffen, während es noch Corona gibt. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, ich kann das nachvollziehen. Ich würde das auch gerne mehr machen, aber meine Ethik verbietet es mir. Ich kann das super verstehen, gerade halt, weißt du, ich habe auch das Gefühl, dass das Corona mir ein Jahr meiner Jugend geklaut hat. So fühlen die sich auch. Ja, anderthalb mittlerweile. Und viele von denen sind ja noch viel jünger als ich. Weißt du, ich habe ja wenigstens die Möglichkeit gehabt, ein bisschen jung zu sein, bevor ich in den Lockdown musste. Einige von denen sind gerade erst irgendwie 18, 19 geworden. Mhm. So. Das ist halt auch die... Seite davon ist halt, wenn du das räumst, ist es halt einfach nur, es ist eine ultimativ dämliche Entscheidung. Denn es ist einfach so, die Leute gehen dann halt irgendwo nach Hause und trinken dann da miteinander und dann sind sie nicht im Freien und die Aerosole sammeln sich halt im Raum. Und das ist ja halt, es wird nicht zur Infektionseindämmung helfen, aber wem es halt hilft, sind halt die ganzen Leute, die ganzen Stadträte, die ganzen Ordnungsamtsspasten, die halt schon von Anfang an im öffentlichen Raum nach Alkohol verboten und sowas gefragt haben oder diese Sachen gefordert haben, weil sie halt es nicht mögen, wenn junge Leute sich draußen treffen. Deswegen passiert das. Es passiert nicht zur Eindämmung der Pandemie, denn es macht das genaue Gegenteil, vor allem bei einer Inzidenz von, keine Ahnung, 25. Dann brauchst du nur einen Typen, der das hat, dann irgendwie auf einer Hausparty mit dem anderen zu haben, dann hast du den Salat, dass sich das mal eben verdoppelt. Aber, ja, weißt du, es bringt nichts. Das Einzige, was es bringt, ist halt, dass halt die Leute ihren Sadismus ausleben können und ihre Soziopathie. Es gibt wirklich, also du merkst es. Du merkst es, wenn Leute hergehen und nicht sagen, hey, Mindestabstand und so weiter, aus Gründen von, hey, wir sind hier, Pandemie und so weiter, lass mal aufpassen, sondern einfach aus dem Grund, dass sie unbedingt Macht über andere Menschen haben wollen. Das ist immer eins dieser Dinge, wo ich richtig an der Menschheit zweifle, dass es in meinen Augen übelst viele Leute gibt, die nur nach einer Gelegenheit suchen, Macht über andere zu haben. Das ist richtig und das ist in gewisser Weise evolutionär festgeschrieben. Ich verstehe das nicht. Ich habe noch nie das Bedürfnis verspürt, Macht über andere Leute zu haben. Ich in meinem gesamten Leben.
Ich auch nicht, aber so. bei vielen Leuten ist das halt auch so und in gewisser Weise ist halt gesellschaftlicher Status daran fest und halt auch unser Paarungsverhalten. Also, ja, aber ich wollte gerade sagen, zählen wir das Schlafzimmer dazu? Ladies. Ja gut, das nicht insofern, das ist das Paarungsverhalten, aber gut. Nee, aber du musst dir, aber Philipp, du weißt das, das war ja immer bekannt. Und ich bin, ohne Scheiß, ich bin der Meinung, dass einer der signifikanten Gründe, weshalb ich in der 12 mit riesigem Abstand zum Stufensprecher gewählt wurde, ist, weil ich mich nicht zur Wahl gestellt habe. Das kann sein. Also ich wurde nominiert und ich hatte zu keinem Zeitpunkt Interesse. Ich muss zugeben, ich habe es da derbe verkackt. Also ich meine, ich wurde in der 13 auch immer noch wiedergewählt. Und das ist derbe verkackt, aber du hast ja auch nicht gesagt, dass du das machen wolltest. Also. Ja. Alles cool. Ich meine, es gab ja so ein paar Situationen, wo es dann, wo wir dann irgendwie Probleme, wo dann super viele Leute sich über unsere Vertrauenslehrer aufgeregt haben und sowas und ich mich ja mit denen hingesetzt habe und gesagt, yo, das und das ist Sache. Und wo es dann hieß, ja, sag mal, wer hat sich beschwert? Ich so, nein, bist du behindert? Das erzähle ich dir doch nicht. Die sind zu mir gekommen im Vertrauen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Leute grundsätzlich Vertrauen haben, also instinktiv Vertrauen haben in Leute, die kein Interesse an Macht haben. Was halt dann im Endeffekt aber dann dennoch dazu führt, dass halt Leute, die kein Interesse an Macht haben, sollten in Machtpositionen kommen. Ja. Wir haben kein Interesse an Macht, deswegen kommen die Leute, die Interesse an Macht haben, die nicht in Machtpositionen sein sollten, in Machtpositionen. Deshalb fand ich Bernie Sanders der Wahlspruch für sein Bestreben, der demokratische Nominierte zu sein, so machtvoll. Es war ja. Not me, us. Ja. Er möchte nicht Präsident werden, sondern er möchte eine Bewegung bekräftigen. Es ist also wirklich eine Führungsrolle, ist ein Opfer, das du bringst. Es ist kein Privileg. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das kulturell, es ist wahrscheinlich kulturell zu einem großen Grad verankert, aber es ist was, das ich, das mir persönlich einfach als Motto sehr wichtig ist. Und ich bin der Meinung, dass wir so Leute erziehen sollten und dass wir das so Leuten beibringen sollten. Führung ist nicht, du bist der Chef. Führung ist, du hast die Verantwortung zu leiten. Ja. Und das ist halt, keine Ahnung, es gibt viele Leute, die verstehen das, es gibt viele Leute, die haben das schon immer verstanden. Wenn du dir irgendwelche antiken Philosophen anguckst und so. Oder ich meine, es gab ja auch irgendwie schon im Mittelalter gab es die Könige, die gesagt haben, der König ist der erste Diener des Reiches. So. Ja. Und dann hast du halt so deine Caligulas gehabt. Ne? Oh, fuck, es ist keine Ahnung. Aber da reden wir jetzt wieder hier über fundamentale Aspekte der menschlichen Psychologie, Psychosoziologie, was auch immer. Willkommen beim Großdeutschen Podcast. Wenn ich jetzt so lange drüber rede, kriege ich übelsten Dumerismus. Willkommen beim Großdeutschen Podcast. Wir reden noch. Philipp ist weg. Philipp hat zu viel Dumerismus. Wiedersehen am Großdeutschen Podcast. Ich habe mich gewundert. Warum er denn nichts gesagt hat? Er ist jetzt mit dem Handy online gerade. Er hat gerade in General gepostet. Internet dead, yay. Yay. Okay. Ja, gut. Beziehungsweise, ne, eher so Medium. Ja, aber gut, dann machen wir heute wohl mal so eine Kurzausgabe. Philipp sagt tschüss, Leute. Philipp ist tot. Philipp war auch letzte Woche tot, deswegen hatten wir kein Content. Ja, deswegen, ja, er hat gesagt, hallo, ich bin jetzt tot. Und wir so, was? Und er so, ja. Und dann so, nächste Woche gut? Und er so, ja. Und dann bin ich wieder am Leben. Aber anscheinend hat er uns angelogen. Damn. Ah, ja, ballern. Danke fürs Zu und bis zum nächsten Mal, Kinder. Oder auch nicht. Wer weiß, vielleicht sterben wir nächste Woche alle drei. Ich sind wir alle tot. Und aus.